Feine Schafsache. Klitsch, Wissen zum Weitersagen. Also wissen wir jetzt Bescheid. Christina wäscht ihren Pullover richtig. Schuld am kratzenden Pulli ist das Schaf. Na ja, dann hoffen wir mal, dass unsere Reporterin Anke Harnack sich jetzt ein ganz weiches Schaf aussucht. Sie ist ja bei der deutschen Schafschuhmeisterschaft im niedersächsischen Wüsting. Genau, Anke. Und da hast du ja wieder Rainer, den deutschen Meister im Schafscheren, bei dir. Hoffentlich ist er jetzt ganz fit. Du hast ihm ja ein bisschen den Nacken massiert. Ne? Wie lange braucht denn so der deutsche Meister, um ein Schaf einmal abzurasieren? Was ist denn die Bestzeit? Also ich habe den Rainer vorhin bei seinem Vorlauf beobachtet. 8:12 Minuten hat er gebraucht für 5 Schafe. Heißt also für eins immer nur ein bisschen mehr als eine Minute. Ja, hier bei den Wettbewerben werden die Schafe vorbereitet, hinten ausgeschoren. Und man nimmt schon solche Rassen, die relativ schnell zu scheren sind, damit auch gute Zeiten dabei rauskommen. Und ausgeschoren heißt das sozusagen die gefährlichen Stellen, also an den Zitzen und am Schwänzchen, das ist schon mal vorbereitet, damit man da nicht... Ja. Was ist denn die Rekordzeit für ein Schaf? Deine persönliche Bestzeit? Kann jetzt echt gar nicht genau sagen, aber unter einer Minute. Oh, Wahnsinn. Das heißt, das mit der Titelverteidigung wird kein Problem jetzt? Nee, so ist das nicht. Ah, wie stehen denn die Chancen? Ja, mal gucken, ins Finale zu kommen und dann sehen wir, was geht. Wir sehen jetzt gerade hinter uns eine Runde auch in der Profiklasse. Es gibt drei Klassen, so Anfänger, Mittelklasse, Profiklasse. Was zeichnet diese Profis jetzt aus? Was sind ja auch die für die Rainer antritt? Die Profis sind, glaube ich, auch die meisten Berufsscherer dabei. Und die Profiklasse, die erfahrensten Scherer und die schnellsten Scherer. Ne? Und die sind auch alle ausgerüstet, so wie Rainer jetzt hier auch. Das habe ich mich die ganze Zeit gewundert. Warum habt ihr so zusammengeschnürte Lederlappen als Schuhe an? Hat das damit zu tun, dass ihr mit irgendwie festen Sohlen die Schafe nicht verletzen wollt? Oder woran, was ist das? Das sind Schafscherer-Mokassins. Erstens schwitzt man in den Schuhen nicht so und zweitens hat man einen besseren Stand. Weil mit normalen Schuhen rutscht man gerne weg. Und drittens hat man auch mehr Gefühl für die Schafe, wie mit festen Schuhen. Die Schafe sitzen ja manchmal auf den Füßen und da ist das für das Schaf angenehmer und für den Scherer auch. Ich verstehe. Also jetzt können wir ja leider so schnell nicht erfahren, ob er nun Deutscher Meister wird oder nicht. Am Sonntag ist das Finale, ne? Ja, Sonntag ist Finale. Also ich drücke jetzt schon die Daumen, obwohl es wäre auch ganz schön, wenn ein Norddeutscher gewinnen würde. Aber nein, ich gönne es dir, oder Brit? Ich hab's nicht verstanden. Ach so, hast du es nicht verstanden. Es ist auch sehr laut hier, Wettkampfatmosphäre mit ordentlicher Musik. Norddeutscher Meister, so wie du mal einer warst, oder gönnen wir ihm die Titelverteidigung? Ja, sicher. Ja, ich hab ihn einmal geschlagen, das hat gereicht. Ja, ach so, ihr seid schon gegeneinander angetreten. Ja. Siehst du, das wusste ich nicht. Ich habe hier jetzt noch mein kleines Wollknäuel. Bleibt ihr doch noch mal kurz hier. Ich würde gerne noch mal ein bisschen Publikum fragen, weil die machen hier ja richtig Stimmung in der Halle auch. Sind die ganz kleinen Fans dabei und es gibt auch größere Fans. Mal gucken, ich meine, die sind jetzt hier alle voll im Fieber. Jungs, kann ich euch mal ganz kurz stören? Wir machen gerade live NDR Fernsehen meinen Nachmittag. Ich weiß, ich bringe euch hier aus dem Konzept. Warum guckt ihr euch das so energiegeladen gerade an? Weil wir selber Schafscherer sind. Ah, und was sagt der Profiblick? Super. Super Leute. Warum? Weil die so schnell sind oder weil... Sauber, schnell, akkurat. Kann man sich noch was von abgucken? Also ich schere seit über 30 Jahren Schafe. Aber man kann immer noch wieder hinkicken. Immer wieder. Immer wieder, super. Also jetzt störe ich nicht weiter. Ich möchte Ihnen aber unbedingt noch zeigen, was Sie hier in Wüsting bei Oldenburg noch erleben können. Denn es sind ja nicht nur deutsche Schafschuhmeisterschaften, sondern Landtage Nord. Und da gibt es, das ist eine riesige Freizeitmesse. 130.000 Quadratmeter. Sie können sich andere Tiere als Schafe angucken, nämlich zum Beispiel Pferde. Sie können sich Landmaschinen angucken, wenn Sie vielleicht für einen eigenen kleinen Stall noch ein bisschen was brauchen. Hier sind ganz viele Fachhändler vor Ort. Und natürlich können Sie auch mit den lieben Kleinen ganz viel Spaß haben. Es gibt Aktionen zum Mitmachen, also nicht nur Schafe scheren. Und für die Mädchen, Fred, du musst mal ein kleines bisschen aus dem Blick gehen. Für die Mädchen gibt es auch noch was, denn hier gibt es auch Sachen, die man aus Schafwolle herstellt. Sie kennen so die gefilzten Sachen, ganz tolle Mäntel. Und wir haben unter anderem, oh, ich habe mich ja verliebt, sowas. Damit können Sie echt in einer großen Stadt in die Oper gehen. Und keiner würde sagen, das sieht aber nach Schaf aus, muss ich jetzt mal echt sagen. Also ganz viel Krams für Muddis und für Foddis bei den Landtagen Nord. Und guck mal, meine beiden Jungs hier sind jetzt auch schon wieder voll im Schafschuhfieber. Fred, sag uns noch mal, morgen Halbfinale? Nee, morgen sind noch mal Vorläufe, drei Vorläufe in allen Klassen. Am Sonntagmorgen fangen die Halbfinale an, also aus allen drei Gruppen die 8 Besten.
Und am Sonntag ab 13 Uhr, wie meine Information ist, sind alle Finale. Okay, und sag mal, die Wolle, die ihr da so runterschert, das sind ja bei so Lämmern was, 1,5 Kilo oder was? So ungefähr. So ungefähr, die nimmst du mit nach Bayern als Andenken? Nee, die können sie schon hier lassen. Wie viele Schafe schaffst du eigentlich so als Scherer im Jahr? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Berufsscherer, es gibt welche, die im Nebenerwerb scheren. Ich mache so ein paar Tausend. So ein paar Tausend. Fred war auch mal hauptberuflich Scherer. Wie viel waren das so in 25 Jahren Berufskarriere? Ich habe das anders gemacht wie der Rainer. Ich bin auch ins Ausland gegangen. Ich habe 30.000 im Jahr geschoren. 30.000 im Jahr, das waren über die Karriere hinweg. Wie viel ungefähr? In welche? Wie viel insgesamt, so über die ganze Berufskarriere? 500.000. Eine 500.000 Schafe. Herrlich. Muss man auch erstmal schaffen. Jungs, das war schön bei euch. Toi, 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 dem amtierenden deutschen Meister. Guck mal, der hier ist auch die Runde vorbei und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach mal zu den Landtagen und zu den Schafschulmeisterschaften hier. Ja, vielen Dank, Anke. Also richtig toll, was los da. Und du, vielleicht wird das ja doch noch was mit deiner neuen Frisur. Ne? Vielleicht nur so ein bisschen, vielleicht hat Rainer noch Zeit für so ein bisschen Spitzenschneiden. Und es sieht auch nicht nach scharf aus, es sieht scharf aus, der Mantel. Nimm ihn einfach. Vielen Dank, Anke. Schönes Wochenende wünschen wir dir. Also Sie sehen, tschüss, es ist richtig los, was los in Wüsting im Landkreis Oldenburg an diesem Wochenende. Wenn Sie mal sehen möchten, wie Ihr Wollpulli vorher aussah, einfach mal hinfahren. Und wenn Sie dann immer noch nicht genug haben von Schafen, dann haben wir jetzt noch einen ganz schönen Ausflugstipp für Sie. Besuchen Sie doch einfach mal die Heidschnucken, denn die stehen zurzeit in der blühenden Heide. Ein wunderschönes Bild. Außerdem wird am Wochenende die Heidekönigin gewählt. Und auch in der Heide geht man so langsam mit der Zeit, ne? Denn da werden auch ganz besondere Männer gesucht. Es ist nicht die Serengeti, kein Nationalpark in fremden Gefilden, sondern genau unsere norddeutsche Heimat, die Lüneburger Heide. Jetzt wieder ein Farbenmeer aus leuchtend violetten Pflanzen. Im vergangenen Jahr ließ sie sich bis zur Blüte lange Zeit. Aber in diesem Sommer hält sie sich an die Regeln. Wie es sich gehört, blüht sie vom 8.8. bis zum 9.9. Hoffentlich.